Nächster Redner ist der Kollege Decker für die Fraktion der SPD. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich befasse mich, ja, solange ich zurückdenken kann, mit der Thematik sozialer Marktwirtschaft und vielen Punkten, die drumherum eine wichtige Rolle spielen. Und ich muss schon sagen, so ein finanz- und wirtschaftspolitisch schräges Papier wie das habe ich bisher noch nicht gesehen, meine Damen und Herren. Also ein Sammelsurium von finanz- und wirtschaftspolitischen Floskeln, dazu noch ziemlich verquast und verschwurbelt. Und Herr Lichert, ich will Ihnen nicht zu nahe treten, aber Sie haben dem Ganzen hier noch eins oben drauf gesetzt. Also, dass man so etwas so ernsthaft debattieren kann, ist wirklich eine Sache für sich hier. Aber das ist Ihre Art, Politik in diesem Haus zu machen. Damit müssen Sie klarkommen, nicht wir. Man könnte jetzt hinterfragen, was Sie eigentlich mit dem Antrag bezweckt haben. Das ist sehr schnell zu beantworten, was Sie damit bezweckt haben. Es geht Ihnen schlicht darum, die Europäische Union in all ihrer Arbeit und in all ihrem Bemühen um eine ausgleichende und möglichst faire Finanz-, Wirtschafts- und Sozialpolitik verächtlich zu machen. Darum geht es hauptsächlich in diesem Antrag und um nichts anderes, meine Damen und Herren. Und ich will mich auch gar nicht länger inhaltlich mit dem Antrag befassen, weil er hat es einfach nicht verdient, weil er auch nicht nur unverständlich ist, er ist in weiten Teilen auch unverschämt und unsozial. Aber ich will Ihnen mal eins sagen. Thema soziale Marktwirtschaft, so, Sie machen sich also Sorgen. Ich meine, das hat der Ludwig Erhard wirklich nicht verdient, dass Sie ihn jetzt auf Ihr Schild heben wollen. Das hat der Ludwig Erhard wirklich nicht verdient. Das muss man an der Stelle mal wirklich sagen. Aber ich weiß, warum Sie auf ihn rekrutieren, weil es ist die Wirtschaftspolitik der 50er und der 60er Jahre. Und in der sind Sie nämlich stehen geblieben, in der Wirtschafts- und Sozialpolitik der 50er und der 60er Jahre. Und das ist auch genau die Erklärung dafür, warum Sie mit einem solch rückwärtsgewandten Bild sich auch die Ablehnung der AfD aller solidarischen EU-Projekte ergeben. Genau das ist diese Sichtweise, mit der Sie das begründen können, meine Damen und Herren. Und im Grunde genommen machen Sie doch genau wieder einmal das, was die anderen Ihnen vorwerfen, was Sie anderen vorwerfen, nämlich unter dem Deckmantel von Corona thematisieren Sie hier ziemlich krude Wirtschafts- und Finanzpolitik. Und dann schließt sich Ihr gleich wirklichkeitsfremde Ablehnung des Klimawandels mit ein, die Ausdrucksweise vom sogenannten Klimaschutz in Anführungszeichen und einer grünen Planwirtschaft der EU, das ist dann schon bezeichnend an der Stelle, meine Damen und Herren, ist auch keiner näher Erwähnung wert. Aber eins muss ich dann doch schon einmal herausheben. Sie sagen dann allen Ernstes, in Absatz 2 des AfD-Antrags heißt es tatsächlich noch, es ist das Gegenteil von Solidarität, meine Damen und Herren, wenn die Schwachen die Starken finanzieren. Mit dem Schwachen ist offensichtlich die Bundesrepublik Deutschland gemeint, weil das Medianvermögen pro Haushalt in 2013 in den Zuschussländern 3- bis 4-mal höher sei als in Deutschland. Wissen Sie, dieser Meridianwert ist ein statistischer Durchschnittswert ohne große Aussagekraft hinsichtlich der Wirtschafts- und Steuerkraft eines Landes. Ja, passen Sie mal auf. Und schauen Sie mal, meine Damen und Herren, schauen Sie doch mal in die Liste zum Gesamtvermögen 2019 oder in die Liste der stärksten Wirtschaftsnationen. In beiden Listen finden Sie die Bundesrepublik Deutschland auf Platz 4 vor allen anderen europäischen Ländern, meine Damen und Herren. So sieht es nämlich aus. Aber wir wissen ja genau, wofür Ihnen dieses Argument gerade gut genug ist. Es ist Ihr Argument, raus aus der EU. Das ist Ihre Devise. Und dafür verdrehen Sie auch schon einmal die Dinge, meine Damen und Herren. So einfach ist das in Ihrem politischen Geschäft. Und Ihnen ist bis heute nicht klar, und ich fürchte, es wird Ihnen auch nie mehr klar werden, wie wichtig ein vereintes Europa, eine starke EU, eine europäische Sozialpartnerschaft für Deutschland ist, nicht nur aus friedenspolitischer Sicht, meine sehr verehrten Damen und Herren, von der Seite des Flügels, gerade und vor allem, weil wir als Exportnation vom Handel und Wandel mit Europa so abhängig sind wie kaum ein anderes Land, meine Damen und Herren. Und mit Ihrem Weg des nationalistischen Alleingangs und des Abkapselns würde man die deutsche Wirtschaft schlichtweg ruinieren und Millionen von Arbeitsplätzen vernichten. Das wäre das Ergebnis einer AfD-Wirtschafts- und Finanzpolitik, meine Damen und Herren. So. Ich weiß, dass Sie das ärgern, aber Sie brauchen das heute einmal. Wenn Sie uns schon mit so einem Antrag auf letzter Stunde ärgern, dann kriegen Sie es auch von uns, weil Sie es verdient haben, weil Sie unehrlich sind. Sie sorgen sich also um die soziale Marktwirtschaft. So, so.
Toll. Ich lese Ihnen einmal die allgemeingebräuchliche Definition vor. Soziale Marktwirtschaft ist ein gesellschafts- und wirtschaftspolitisches Leitbild mit dem Ziel, auf der Basis der Wettbewerbswirtschaft die freie Initiative mit einem gerade durch die wirtschaftliche Leistung gesicherten sozialen Fortschritt zu verbinden. Oder anders gesagt, das Prinzip der Freiheit auf dem Markt mit dem des sozialen Ausgleichs zu verbinden, meine Damen und Herren. Also mit anderen Worten, in unserer modernen Marktwirtschaft spielt nach wie vor die soziale Komponente eine ganz starke und entscheidende Rolle. Und wenn ich mich, meine Damen und Herren, in diesem Hause an manche sozialpolitische Debatten erinnere, hier im Landtag, dann erinnere ich mich auch daran, dass die AfD von sozialen Komponenten meistens ganz weit entfernt war, meine Damen und Herren. Und ob das beim gesetzlichen Mindestlohn war, in der Rentenpolitik, wir warten übrigens immer noch auf das Rentenkonzept der AfD, das liegt wahrscheinlich noch irgendwo, wir warten, oder beim Thema Beschäftigungs- und Tarifsicherung, Integrationspolitik wollen wir gar nicht erst reden, um nur diese wenigen Beispiele zu nennen, da kam von Ihnen wenig bis gar nichts, meistens nur Ablehnung. Und Sie wollen uns heute hier allen Ernstes weismachen, dass Sie sich um die soziale Marktwirtschaft Sorgen machen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das glaubt Ihnen hier in diesem Hause kein Mensch. Ich finde schon sehr krass, wie Sie hier den Begriff der sozialen Marktwirtschaft missbrauchen. Und, meine Damen und Herren, ich glaube, dazu ist zu dem Antrag auch schon alles gesagt. Zum Schluss noch, Kuh wie Querdenken können Sie gut. Aber Kuh, wie qualifiziert, sieht anders aus, meine Damen und Herren. Vielen Dank. Herr Kollege Decker, würden Sie noch eine Abschlussfrage von Herrn Lambrou zulassen? Nein. Dann sage ich herzlichen Dank. Und dann darf ich jetzt aufrufen als nächsten Redner den Kollegen Schalauske für die Fraktion DIE LINKE. Ja, Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich befürchte, dass der Redebeitrag des Manns der Identitären Bewegung, Lichert, eben nicht das Ergebnis eines nächtlichen Ausflugs in einer Shisha-Bar gewesen ist, sondern ein Beleg für die verquaste Ideologie der Neuen Rechten, die mit ihm und der AfD hier in den Hessischen Landtag Einzug gehalten hat. Und ich habe weniger Angst vor Ihren Worten. Ich befürchte, viele Menschen müssen davor Angst haben, was passiert, wenn Sie irgendwann einmal an die Macht kommen. Und das werden wir mit aller Kraft verhindern. Ja, und der, leider kann ich jetzt auch nicht besonders persönlich weitermachen. Der Setzpunkt, den Sie uns hier vorlegen, den Sie ja nennen politische Trittbrettfahrerei, der müsste eigentlich heißen politische Trittbrettfahrerei. AfD will soziale Ungleichheit, Ungerechtigkeit und Kapitalismus erhalten und verstärken. Und angesichts der Pandemie ist Ihnen leider Ihr geliebtes Hauptthema, nämlich Hetze und Ausgrenzung andersdenkender, Geflüchteter, abhanden gekommen. Diese Themen, die sind Ihnen abhanden gekommen, und jetzt versuchen Sie es eben mit Trittbrettfahrerei. Im Einzelnen ist der Antrag auch eigentlich gar kein Antrag mit einer irgendwie sinnvollen und logischen Struktur. Bei Ihnen geht es quer durch den Gemüsegarten. Das ist eine Tirade. Nur das Problem ist, das Ergebnis ist nicht allzu appetitlich. Sie mixen ideologisch getränkte Forderungen der Haushaltspolitik, Angriffe auf die Geldpolitik der EZB hin zu Forderungen, den Klimaschutz doch besser mal abzuschaffen, zu einem ziemlich unverträglichen Cocktail. Jetzt fragt man sich natürlich, und der Kollege Decker hat das auch gemacht, was wollen Sie eigentlich mit diesem Antrag? Ich bekomme den Eindruck, dieser Antrag ist der verzweifelte Versuch, die Restfraktion der AfD irgendwie diesen Laden zusammenzuhalten und eine Brücke zu schlagen zwischen den neoliberalen und völkischen Rechten innerhalb der eigenen Partei und diese mit einer ideologischen Brücke zu versehen. Schade nur, dass Sie dafür den Hessischen Landtag am Donnerstag um 18 Uhr bemühen müssen. Nebenbei betreibt die AfD damit auch
wie ich gesagt habe, Trittbrettfahrerei, weil sie versuchen, die Pandemie als Aufhänger dafür zu nehmen, ihre antisoziale Wirtschafts- und Finanzpolitik zu propagieren. Und ich denke, es ist auch wichtig, wenn das Ganze sich hier schon abspielt, dass die Menschen dann auch wissen, was die AfD an antisozialen und antiökologischen Vorstellungen hier zu transportieren versucht. Sie beklagen eine Tendenz, in der Krise zu hohe Ausgaben zu tätigen. Das wäre gegen die Generationengerechtigkeit, und es müsse unbedingt Ausgabenbegrenzungen geben, und staatliches Handeln allgemein in der Wirtschaft solle begrenzt werden. Damit, ich übersetze das mal, fordert die AfD einen schlanken Staat für freie Bürger. Was sie damit meinen, ist Sozialabbau, eine unternehmerfreundliche Umverteilung. Sie wollen weiter eine verschärfte, völkisch orientierte neoliberale Wirtschaftspolitik propagieren, mehr Markt, weniger Staat, und sie setzen dabei auf die Ausgrenzung derer, die in ihren Augen nichts leisten. Das können Arbeitslose sein oder, wie sie in den Programmen formulieren, Sozialschmarotzer oder auch Flüchtlinge. Das machen wir nicht mit, und dem stellen wir uns deutlich entgegen. Das ist Ihr Programm. Zweitens, Sie nehmen kommende Generationen für ihre neoliberale Haltung in Geiselhaft und wollen ihnen marode Infrastruktur, einen mangelnden Sozialstaat, bröckelnde Schulen, Straßen und Schienen hinterlassen. Und das Problem ist, dass Sie mit Ihren antisozialen Wirtschafts- und Finanzvorstellungen eben leider nicht nur in den 50er-Jahren hängen geblieben sind, sondern beim Stand der Wirtschaftswissenschaft aus den 1920er-Jahren, da, wo Hungerkanzler Brüning, ich habe es schon einmal gesagt. Herr Kollege Schalauske, lassen Sie eine Zwischenfrage von Herrn Lambrou zu. Lasse ich überhaupt nicht zu. Hungerkanzler Brüning in der Weltwirtschaftskrise 29 fortfolgende Stand. Die AfD ist im Grundsatz, sondern auch finanzpolitisch auf dem Stand von vor 100 Jahren stehen geblieben. Und schön, dass Sie das der hessischen Bevölkerung mit Ihrem Antrag noch einmal deutlich gemacht haben. Sie beklagen eine Transferunion in der Europäischen Union. Tatsächlich, der Wiederaufbaufonds der EU sieht erstmals direkte Zahlungen an die Mitgliedstaaten vor. Sie allerdings erwecken den Eindruck, dass damit zwangsläufig die kleinen Leute in Deutschland für viel reichere Länder zahlen müssen. Und da will ich Ihnen wirklich sagen, so ein Quatsch. Schauen Sie sich einmal die Lage in vielen Teilen Europas an, im Süden, im europäischen Osten. Schauen Sie sich das an, zu welchen Löhnen die Menschen schuften müssen, mit welcher Arbeitslosigkeit sie konfrontiert sind. Und wir lassen es Ihnen nicht durchgehen, dass Sie versuchen, Menschen verschiedener Nationen und verschiedener Völker gegeneinander auszuspielen. Für uns jedenfalls verläuft die Grenze nicht zwischen den Menschen in den Ländern der Europäischen Union, sondern immer noch zwischen unten und oben. Und deswegen ist es auch völlig klar, dass Sie sich nicht dagegen wenden, dass es ein gerechteres Steuersystem gibt, über ein gerechteres Steuersystem in der Europäischen Union, wo es eine Harmonisierung von Unternehmenssteuersätzen nur nicht nach unten, sondern nach oben gibt, wo Großkonzerne einen angemessenen Teil zur Finanzierung des Gemeinwesens zahlen und nicht nur von der öffentlichen Infrastruktur profitieren, wo Großunternehmen nicht die Löhne und die Sozialstandards verschiedener Länder gegeneinander ausspielen können. All das ist für Sie überhaupt kein Thema, und natürlich auch dann nicht, wenn öffentliche Gelder für Aufrüstung und für Militär und für kriegerische Interventionen ausgegeben werden. Das wundert mich auch nicht, denn Militarismus, das ist Teil Ihrer politischen DNA, und auch das lehnen wir ab. Die AfD, sie wendet sich gegen die Geldpolitik der EZB. Und klar, die bisherigen Maßnahmen der EZB werden nicht ausreichen, um Sozial- und Klimakrise wirksam zu bekämpfen. Im Gegenteil, die Zinspolitik bescherte den Börsen immer neue Kursfeuerwerke, trieb Immobilienpreise in die Höhen. Damit wurde vielleicht der Euro gerettet, aber Mieter und Kleinsparer, die gucken in die Röhre. Und deswegen, ja, an der EZB muss etwas verändert werden, aber nicht so, wie Sie sich das vorstellen, sondern wir brauchen eine demokratisch kontrollierte EZB, weniger Preisstabilität, nachhaltiges Wirtschaftswachstum, Erreichung von Vollbeschäftigung, ausgeglichene Handelsbilanzen statt der Förderung der Exportorientierung. Das wären wesentliche Zielsetzungen, die die Europäische Zentralbank verfolgen sollte. Und sie sollte öffentliche Investitionen finanzieren, um einen erfolgreichen sozial- und ökologischen Umbau zu gewährleisten, aber den sehen Sie mit Ihrer antiökologischen Politik ja überhaupt nicht vor.
Denn die AfD, und das passiert auch in diesem Antrag, wendet sich gegen die Ziele des Klimaschutzes und fabuliert von einer drohenden grünen Planwirtschaft. Antisozialismus ist ja auch Teil ihrer politischen Agenda, gerade als gäbe es nicht in dieser Krise, in Zeiten der Klimakrise, nicht auch wirklich Dringendes zu tun in diesem Bereich. Es passt deswegen in das Bild einer Partei, deren Programm, ja, manchmal will man doch sagen, eine Verachtung des menschlichen Lebens als solchen mit sich trägt. Wer Masken verweigert, wer Fremde hasst und wer die Konkurrenz zwischen den Menschen zum zentralen Prinzip erhebt, da ist der Weg nicht mehr weit, auch die Zerstörung der natürlichen Lebensgrundlagen als Ganzes und als letzte Konsequenz in Kauf zu nehmen. Die AfD macht mit diesem Antrag wieder einmal deutlich, dass ihnen ein entfesselter Kapitalismus wichtiger ist als der Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen und der soziale Schutz der Menschen, die nichts anderes haben, als ihre Arbeit zum Markte zu tragen. Und sie macht vor allem deutlich, dass sie für die keine Alternative ist. Vielen Dank, Herr Schalauske. Für die Landesregierung spricht Herr Staatsminister Boddenberg. Herr Präsident, meine lieben Kolleginnen und Kollegen! Ich habe eigentlich überlegt, ob ich noch ans Rednerpult treten sollte, weil beim Blick auf den Antrag der AfD und auch nach der Rede des Abgeordneten der AfD kommt man schon ins Zweifeln, ob man sich mit einer solchen Art der Politik überhaupt auseinandersetzen sollte. Ich will mich deshalb nur an die Redner der übrigen Fraktionen wenden und Ihnen sagen, dass vieles von dem, was gesagt wurde, mir jedenfalls aus dem Herzen gesprochen hat. Und man soll ja nicht unbedingt Einzelne herausgreifen, erst recht keinen Kollegen der Oppositionsparteien. Aber ich mache das jetzt trotzdem mal, lieber Wolfgang Decker. Ja, das hat mir aus dem Herzen gesprochen, weil ich glaube, bei allem, was wir an politischem Streit in diesem Hause austragen, muss es am Ende so sein, dass wir in den großen Fragen beieinander sind. Und was ich gehört habe, sind die großen Fragen, gerade in einer Krise, von der viele sagen, es ist die größte Herausforderung seit dem Zweiten Weltkrieg, und damit nicht nur für Hessen, nicht nur für Deutschland, nicht nur für Europa, sondern für die ganze Welt. Und das ist eine Zeit, in der ich häufig den Satz höre von Freunden, von Kolleginnen und Kollegen, ich bin ziemlich dankbar, dass ich, wenn schon Krise, das in Deutschland erleben darf, ja, und ich sage, sie auch in Europa erleben darf. Obwohl es in Europa große Unterschiede gibt, was die Krise und die Auswirkungen der Krise anbelangt, leitet uns aber hoffentlich ein gemeinsamer Gedanke, nämlich, dass es kein Leid eines Deutschen, eines Italieners, eines Engländers, eines Polen ist, um das wir hier streiten und ringen, sondern dass es menschliche Schicksale sind, egal welcher Nationalität, innerhalb Europas, aber auch außerhalb Europas, um die wir uns mühen müssen. Und deswegen glaube ich, deswegen ist es eine der zentralen Überschriften über dem, was wir in diesen Wochen, in diesen Monaten erleben. Ist das Wort Solidarität nur eine leere Floskel, oder leben wir sie auch in unserem politischen Auftrag in Deutschland und in der Europäischen Union? Und wem das mit der Solidarität immer noch nicht reicht, indem ich sage, die Bilder aus Bergamo begleiten mich jedenfalls bis heute und jeder Einzelne, der dort zu sehen war, Angst vor dem nackten Verlust des Lebens, nicht nur der Existenz, sondern des eigenen Lebens, ist mir bis heute im Gedächtnis. Und mein Verständnis von Solidarität und Mitmenschlichkeit ist dergestalt, dass ich möchte, dass so etwas in Hessen, in Deutschland, aber auch möglichst in Europa nie wieder passiert. Und das heißt wiederum, dass wir am Ende auch schauen müssen, was bedeutet das konkret. Weshalb ich dankbar bin dafür, dass auch die Europäische Union, das Europäische Parlament, die Europäische Kommission Verantwortung übernommen haben und viele, die gerade in den letzten Tagen im Europäischen Parlament
über diese großen Hilfen debattiert und gestritten haben, haben am Ende erkennen lassen, dass sie genau das, was ich gerade gesagt habe und angesprochen habe, leben wollen, nämlich Solidarität und Mitmenschlichkeit unter Europäern. Ja, und da ist über Inhalte gestritten worden, aber es ist am Ende des Tages, wie ich finde, völlig zu Recht festgestellt worden, dass es Regionen in der Europäischen Union, insbesondere im Süden, aber auch in Osteuropa gibt, denen wir helfen müssen. Und deswegen teile ich all das, was die Regierungschefs ausgemacht und verabredet haben, was jetzt vom Parlament ratifiziert wird, was noch vor einer großen Hürde steht, weil am Ende brauchen wir 100% Zustimmung für das ganze Paket. Und Stichwort Rechtsstaatsklausel oder Rechtsstaatskonditionierung. Man kann nur appellieren, dass die Nationalisten, die wir leider auch in der Europäischen Union haben, ein einziges Mal in diesen Tagen über ihren Schatten springen und anerkennen, dass sie bitte auf dem falschen Weg sind und dass das große Ganze zählt. Das ist ein Appell, den wir alle immer wieder wiederholen müssen. Kolleginnen und Kollegen, das ist meine Hoffnung, die ich habe in diesen Tagen, nämlich die Einsicht, dass wir alle eins sind in einer gemeinsamen Europäischen Union mit einer großartigen Zukunft leben dürfen, wenn wir diese Zukunft jetzt auch in die Hände nehmen und gestalten. Und Kolleginnen und Kollegen, wem das alles noch nicht reicht, dem will ich einfach noch einmal in Erinnerung rufen, auch das ist hier völlig zu Recht gesagt worden, wir leben doch wie kein anderes Land, was unseren Wohlstand anbelangt, von dieser Europäischen Union. Die Bundesrepublik Deutschland hat ein Bruttoinlandsprodukt von 3,4 Billionen Euro. Wir haben einen Außenhandelsumsatz von über 1,2 Billionen Euro. Das heißt, ein Drittel dessen, was wir in unserem Land erwirtschaften, exportieren wir in alle Welt, aber hauptsächlich nach Europa. Und es muss doch auch von dieser Seite betrachtet unser fundamentales Interesse sein, dass diejenigen, die auch zukünftig unsere Waren und Dienstleistungen, aber hauptsächlich unsere Industrieprodukte kaufen sollen, am Ende auch dazu in der Lage sind. Und bei einem Handelsüberschuss von 260 Milliarden Euro, den die Bundesrepublik Deutschland nach wie vor tätigt, mit einem solchen Handelsüberschuss sind wir die Nummer eins weltweit, muss man sich hin und wieder natürlich auch die Frage stellen, was denken eigentlich diejenigen, die das jeden Tag in der Zeitung lesen, dass das so ist. Und das führt nicht nur in den USA, sondern das führt auch in der Europäischen Union zu der Sorge, wird es am Ende so sein, dass diese Krise möglicherweise das Gefälle zwischen diesem mitten in Europa gelegenen, sehr einwohner- und wirtschaftsstarken Deutschland und uns noch größer wird, als es heute schon der Fall ist. Und ich glaube, es muss unser wirtschaftliches, aber vor allen Dingen auch unser moralisches Interesse sein, dass genau dieser Eindruck nicht Bestätigung findet, sondern dass die Menschen außerhalb Deutschlands begreifen und mitbekommen und feststellen dürfen, diese Bundesrepublik Deutschland weiß aus seiner Verantwortung der eigenen Geschichte, was dieses gemeine Europa, dieses harmonisierte Europa für uns alle bedeuten muss und kann und ist bereit, die Ärmel hochzukrempeln, auch indem es anderen zur Seite steht, denen es gerade nicht so gut geht. Meine Damen und Herren, wenn das am Ende die gemeinsame Verabredung ist, dann hat sich diese Debatte auch am heutigen Tage wenigstens in dieser Hinsicht noch gelohnt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bleiben Sie gesund. Herzlichen Dank, Herr Staatsminister. Mir liegen keine weiteren Wortmeldungen vor. Wir sind damit am Ende der Aussprache zu Antrag 71. Und wir kommen dann gleich oder wir rufen ihn dann gleich auf im Abstimmungsblock, zu dem ich auch gleich komme.